Atomdelfine! Oha, meine Fresse! Die können bestimmt ganz schön zubeißen. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Folge 9. Fun am Strand. Nein, so eine Sonne will ich auch. Wie hat man... der wird von Haie fressen. Wie hat man mit solchen Monstern Spaß am Strand? Spaß am Strand, Alter. Gut, ich würde da bestimmt auch Spaß haben. Oh nein, meine Sonnencreme ist alle. Da rennen seltsame Wesen rum. Ich hab ein bisschen Sonnencreme für euch in meiner Hose. Ich würde mir Gedanken machen, wenn die Sonnencreme in der Hose ist. Was ist da wohl passiert? Ich möchte es nicht aussprechen. Schau ab, lass uns in Ruhe, du Idiot. Ja. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mann, ich sollte nicht immer zweideutig denken. Hey, kannst du mir den Rücken eincremen, ciao? Ich würde nicht... Oh Mann, wenn der wüsste, wo die war. Tiefer. Das sind Regenbogen-Delfine. Delfine, die sehen immer so süß und glücklich aus. Ich hasse alles. Delfine! Warum hast du so komische Sachen an? Ich wollte gerade sagen, hat die ihren Pfadfinderanzug an? Am Strand? Ja, sabalotabandabu. Haut einen nichts versteckenden Badeanzug. Das ist meine Archäologie-Ausrüstung. Archäologie, die brauche ich, Mann. Die trage ich immer, wenn ich professionell mit Sand arbeite. Ich trage auch eine Ausrüstung für Archäologie. Hey, was ist das für ein komisches Geräusch? Das hört sich an wie... Ein Tsunami! Oh mein Gott, in dem Tsunami ist Atommüll! Jetzt würde ich aber ganz schnell ganz weit wegrennen. Oh nein, im Atommüll sind Delfine! Na, ja, wenn es den Spaß macht, warum nicht? Das wären jetzt Atommutant-Delfine. Mutierte Atom-Delfine! Oha, meine Fresse! Die können bestimmt ganz schön zubeißen, wenn sie... Oh, da haben sie mir im Mund, Alter. Sie sind Fans von David Hasselhoff! Jetzt würde ich erst recht wegrennen. Oh Gott! Ist vor allem Delfin, Daumen nach oben. Schlimmer kann es nicht kommen. Es regnet. Meine Sandburg! Von einem Tropfen, oder was? Und das für Sand, Junge? Echt! Die kämpft gegen Atommüll. Okay, gegen Wasser auch, lohnt sich. Waka, den Tsunami aufgehalten. Ja, hat sie das nur die hat bloß den Delfin, den Atommüll und das Wasser getreten, Iggy Pop. Durch die Kraft der Freundschaft. Durch die Kraft der Liebe. Nein, durch Wut. Ja, das war's wieder von den Japanern. Ich sollte öfter wütend sein, vielleicht schaffe ich dann mehr. Schlampen. Durch die Dummheit und Habgier der Menschen wird die Natur zerstört. Aber du kannst helfen und wie Worker die Welt retten. Nicht etwa durch Recycling oder erneuerbare Energien, sondern mit den neuen Japano-Schlampen Naturspaß-Actionfiguren. Warnung, extrem toxische Bestandteile. Oha, das sind extra für Kinder gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann abonniert. Die Sinne verabschiede ich und bin damit raus.